Für die Aussprache, das Wort hat Dirk Wiese, SPD-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Gedanke ist unerträglich. Deutsche Staatsbürger morden, foltern, entführen, begehen im Ausland schlimmste Straftaten im Namen terroristischer Vereinigung. Es handelt sich dabei nicht um Einzeltäter, sondern es ist eine stetig steigende Zahl von meist jungen Männern, die sich auf den Weg machen, um sich Terrororganisationen wie dem IS anzuschließen. Nach Daten des Verfassungsschutzes reisten bislang über 680 deutsche Staatsbürger als sogenannte Foreign Fighters in die Krisengebiete im Irak und Syrien aus. Davon alleine 175 aus meiner Heimat Nordrhein-Westfalen. Das kann kein Staat dulden, das können wir nicht dulden. Keiner darf tatenlos zuschauen, wenn die eigenen Bürger Tod und Leid in die Welt hinaustragen. Terrorismus darf nicht zum Exportgut werden. Und dieser Gedanke findet auch Ausdruck in der Resolution des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen vom 24. September 2014, die wir heute in nationales Recht umsetzen. Zukünftig macht sich derjenige strafbar, der in Krisengebiete reist oder zu reisen versucht, um dort ein terroristisches Ausbildungslager zu besuchen oder an Kampfhandlungen teilnimmt. Flankiert wird diese Änderung im Strafgesetzbuch durch ein weiteres Gesetzgebungsverfahren, in dem wir das Passgesetz ändern und gefährdern, also Personen, die unter Terrorismusverdacht stehen, den Personalausweis entziehen und sie am Verlassen des Landes hindern. Mit dieser Maßnahme unterbinden wir nicht nur Straftaten im Ausland, sondern stärken auch die innerdeutsche Sicherheit. Denn Rückkehrer aus diesen Konfliktregionen, von denen es nach Schätzungen des Bundeskriminalamtes derzeit ca. um die 200 gibt, bilden ein großes Sicherheitsrisiko für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Sie sind ideologisch geschult und im Umgang mit Waffen und Sprengstoff ausgebildet. Sie sind zu schlimmsten Taten fähig, was auch die schrecklichen Anschläge von Paris gezeigt haben. Auch dort hatten die Täter vorher im Ausland entsprechende Erfahrungen gesammelt. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das allein reicht aber noch nicht aus. Denn wenn wir Terrororganisationen wie den IS in ihrem Kern treffen wollen, müssen wir auch ihre Finanzierungsquellen trockenlegen. Und dazu brauchen wir eine verstärkte internationale Zusammenarbeit. Das gilt für die Strafverfolgungsbehörden, aber auch für internationale Konzerne. Auch sie tragen Verantwortung und sollten genau hinschauen, mit wem sie Geschäfte machen. Und auch deshalb schaffen wir mit § 89c des Strafgesetzbuchs einen eigenständigen Tatbestand der Terrorismusfinanzierung, der einheitlich alle Formen der Terrorismusfinanzierung unter Strafe stellt, auch in Fällen, in denen es sich nur um kleinste Beträge handelt. Damit schließen wir eine entscheidende Strafbarkeitslücke und erfüllen zugleich die Forderung der bei der OECD angesiedelten sogenannten Financial Task Action Force. Und im Rahmen der parlamentarischen Beratung sind wir zu dem Schluss gekommen, die § 89c um das Merkmal der tätigen Reue zu ergänzen. Zum einen wollen wir dadurch Tätern die Möglichkeit geben, durch eine aktive Mitarbeit an der Aufarbeitung ihrer Taten über sogenannte goldene Brücke zurück in die Legalität zu gelangen. Und zum anderen geben wir auch den Ermittlungsbehörden ein strategisches Mittel in die Hand, um auf gefasste Täter einwirken zu können und für die Preisgabe von wichtigen Informationen Strafnachlässe in Aussicht stellen zu können. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, mit dem vorliegenden Gesetzentwurf setzen wir ein Zeichen, dass wir Gewalt und Terror entschlossen und mit der ganzen Härte des Gesetzes verfolgen. Und gleichwohl ist uns natürlich klar, dass das Strafrecht immer nur Teil einer Gesamtstrategie sein kann. Denn wenn das Strafrecht zum Einsatz kommt, ist es meistens schon zu spät. Wir müssen eingreifen, bevor Menschen sich radikalisieren und im schlimmsten Fall zu Straftätern werden. Und es ist der Initiative von Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig zu verdanken, dass die Gelder für Präventionsprogramme gegen Islamismus erst gerade durch den Deutschen Bundestag um 10 Millionen Euro erhöht wurden. Ich glaube, das ist ein guter und richtiger Weg. Denn nur durch Präventionsprogramme können wir auch den Kampf um die Herzen und Köpfe der Menschen gewinnen und ihnen zeigen, dass der Weg in den Terrorismus immer eine Sackgasse ist, an deren Ende nur Leid und Unglück steht, nicht aber das Paradies wartet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Das Wort hat Herr